Arme Seele voraus. Was? Hier ist nichts mehr. Da geht's zum Schloss und hier geht's nicht weiter. Irgendwie kam mir das Gebiet wesentlich größer vor. Wo ist das Flatterding? Du bist Flatterding, ja. Da unter der Brücke kann man auch nicht lang, ne? So. Das heißt, man kommt über den umgestupsten Baum. Kommt man hier in das Gebiet. Also umgestupster Baum ist... Lauf, 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 lauf. Da drüben, da ist der umgestupste Baum. Und da ist das Leuchtfeuer. Hallo. Dann kann man entweder rechts rumgehen, um dann hoch zum Schloss zu kommen. Oder links rumgehen und hier noch ein bisschen Kleinkram töten. Aber es gibt keine Verbindung noch zu einem anderen Gebiet. Schade, schade. Na gut. Das heißt, jetzt zurück zum Leuchtfeuer. Seelenspeer auswählen und dann gucken wir mal. Zaubereinstimmung. Was nehme ich raus? Ich glaube, ich nehme einen kleinen raus und dafür noch einen Seelenspeer. So. Ja, 6 Seelenspeere. Okay, also Plan ist, wir kommen rein. Wir haben unsere Michelin-Männchen-Barriere an. Wir schießen 6 Seelenspeere instant auf ihn, während er auf uns zuläuft. Gucken, wie viele Lebenspunkte er da noch hat. Und dann versuche ich seitlich seinen Keulenangriffen auszuweichen. Wenn die Seelenbarriere hier zwischendurch weggehen sollte, muss ich sie sofort neu casten. Also ich warte dann zu einem Zeitpunkt, wo ich normalerweise heilen würde. Dann mache ich die Barriere an, dann rolle ich weiter, rolle ich weiter, rolle ich weiter, heile mich hoch, dass ich sowohl volle Lebenspunkte habe, als auch die Barriere und erst dann fange ich wieder an, Schaden zu machen. Wenn er zwischendurch seine Glockenläuterphase hat, machen wir den hier. Weil er müsste recht viel Schaden verursachen und könnte ihn ins Schwanken bringen. Weil der hier bringt ja auch die großen Ritter zum Schwanken zum Beispiel. Also er scheint recht viel... Wie nennt sich das? Balance-Schaden zu machen. Okay, und den hier habe ich einfach an, bevor ich reingehe. Ja, okidoki, okidoki. Reisen, wir würden gerne in die Halle der Toten. Dahin. So. Und jetzt werde ich noch etwas machen, was ich eigentlich nicht machen wollte. Weil für Talana war es recht komisch. Als wir hier reinkamen, wurde uns gesagt von Infinito, mach kein Licht. Genau, mach kein Licht. Also er hier ist schon mal komisch, dass Infinitos ihn nicht töten. Aber sei es drum. Fackel. Also wir sollen kein Licht machen bei den Infinitos. Das ist auch soweit okay. Ich bin davon ausgegangen, dass der Schalter, den wir gleich sehen werden, die Fackeln anzündet. Beziehungsweise die Fackeln nach oben zieht. Und deswegen habe ich den Schalter nicht gedrückt. Aber der Schalter ist wohl da, wo ich normalerweise freizuschalten. Das, oh, genau, euch meinte ich. Nee, ich meinte nicht den Seelenspeer, ich meinte eigentlich das Schwert. Schwert. Genau, das klappt super. Tot, tot. Cyanstulpen. Das meinte ich nicht. Da drüben ist ein Schalter. Und der schaltet hier eine Abkürzung frei. Wodurch man dann, wenn man das Leuchtfeuer hier benutzt, da hinten müsste es glaube ich sein, einen wesentlich schnelleren Weg hat, um zum Boss zu kommen. Allgemein mag ich solche Spoiler nicht. Und ich finde es auch ein wenig komisch, dass sich Leute darüber aufregen, dass ich nicht schnell genug zum Boss gelaufen komme. Weil ich es eigentlich könnte, wenn ich das so und so machen würde. Aber na gut.
ich werde jetzt gleich dahin laufen, werde den Schalter drücken, habe dann die Abkürzung hier frei und komme dann schneller dahin. Aber ja. Oh, ey. Oder ich sterbe einfach. Ja, nicht schön. Ich wollte den Seelenspeer nicht nutzen, weil ich ihn nicht verbrauchen wollte. Was albern ist, weil das Leuchtfeuer direkt daneben ist. Ja, also bitte leg erstmal den Ring da ab. Und leg den Ring da an, dass wir unsere Seelen wiederbekommen. Dann nimmst du bitte den da in die Hand. Und gehst da lang, um deinen Seelenhaufen wieder zu bekommen. So. Aber um zurück zum Thema zu kommen. Also ich habe jetzt diese Folge das gemacht mit dem Schalter hier. Und ich hatte vorhin noch irgendwas gemacht, was ich nicht so wirklich toll fand, um euch da ein wenig entgegenzukommen. Aber allgemein möchte ich jetzt nochmal betonen, dass ich das Spiel so spiele, wie ich es möchte. Und wenn irgendjemand der Meinung ist, mir da reinreden zu müssen und wirklich verbal ausfällig wird, nur weil ich keine Schalter drücke und so weiter, das werde ich ab sofort komplett ignorieren und dann auch fleißig Kommentare löschen und blocken und alles. Da habe ich keinen Nerv mehr drauf. So, jetzt aber töten. Da lang. Den Weg kenne ich ja inzwischen. Das heißt, hier kamen jetzt die Geister. Hallo. Ein weiter. Hallo. Ja. So, die Dicken. Da kann ich ruhig das Schwert benutzen, weil ich ja gleich den Schalter benutze und einen schnelleren Zugang zum Leuchtfeuer habe. Bitte einmal swoosh. So. Oh. Oh, nochmal. Autoritätshelm. So. Jetzt zu dem Gang, wo eine Spur unten war. Nicht da, nicht da, nicht da. Hier. Und die kaputte Statue. So. Genau, hier geht's rechts zum Boss und links ist der Schalter. Den drücken wir jetzt. Den hatte ich halt, ne, nicht gedrückt, weil ich dachte, dass die Leuchtsachen da nach oben gezogen werden, denn überall Licht angeht und die Finitos stinkig auf uns sind. Und Talana wollte halt nicht riskieren, sich das mit den Finitos zu verscherzen, solange sie nicht weiß, wie stark die Finitos sind und solange sie nicht hier die Bosse gekillt hat. Aber gut. Nächster Schritt wäre dich töten. Dich töten. Dich töten. Und sich entweder einmal komplett durchkämpfen oder jetzt zum Leuchtfeuer zurückzugehen und das Schwert aufzuladen. Ich denke, ich gehe zurück zum Leuchtfeuer. Weil ich will das jetzt richtig schön geduldig Schritt für Schritt angehen, dass der Boss auch in ein, zwei Versuchen stirbt. Das heißt, wir gehen jetzt einfach. Ja, warte mal, welches Leuchtfeuer ist denn näher dran? Das hier, ne? Das ist ein bisschen doof wegen den Statuen. Ich sollte die Statuen gleich umhauen, die hier vorne. Damit da nicht wieder dieser Nebelgeist rauskommt. Also raus. Dich töten. Der Stab ist super. Fast One-Hit so einen Typen da. Das ist echt nicht schlecht. Und wir sollten noch nicht Human Effigy nutzen. Und ja, der Weg ist definitiv kürzer. Daran habe ich auch gar nichts bemängelt. Ich habe nur auf die Art und Weise hinweisen wollen. Also, du da, da benutzen. Dich benutzen. Wird nicht reichen, aber wir müssen ja eh erstmal nur unten den einen hier killen. Das mache ich mal mit dem kleinen Seelenpfeil. Der große scheint im Nahkampf nicht so wirklich gut funktionieren zu können. Du. Genau, viel besser. Dadurch kommen jetzt die Geister nicht und wir müssen nur noch durch die uns durchkämpfen.
Das müsste ich aber auch mit den Kleinen hinbekommen. Dann haben wir für den Boss richtig schön alle großen Geschosse parat. Also du, komm mal her. Besten ohne Schild. Das ist zu viel verlangt, ja? Der Kumpel da ist schneller. Versuch zu pieksen. Oh. Was war das? Wenn ich ihn im Angriff treffe, dann hält er den Speer so komisch hoch. Ha. Du kannst ganz schön schnell ein Schild hochziehen. Kabusch. Und kabusch. Dim. Dich hätte ich gerne. So, nächsten. Komm her. Sehr schöner Treffer und du bist schnell. Das heißt, ich kann dich auch weit... Oh. Bin davon ausgegangen, wenn sie schnell laufen, dass sie dann nicht das Schild oben haben. Aber anscheinend falsch gedacht. Nächster Lebenstein. Bisschen näher. So. Oh, ich muss unbedingt dann noch dran denken, die Ringe wieder zu wechseln. Dass ich nicht den Lebensschutzring benutze, sondern irgendwas, was meine Überlebenschancen erhöht. Und nicht meine Seelen sichert. Weil Seelen haben schön und gut, aber Boss töten ist mir gerade wichtiger. Kommt schon. Beide halb tot hier. Genau. Hab gleich keine kleinen Pfeile mehr. Aber gut, sind auch noch zwei Gegner da. Das passt schon. Ich glaube, die hatte ich das eine Mal sogar im Nahkampf gekillt. Das ist echt krass, wie stark der Stab ist. Also ja, wir haben jetzt auch einen recht hohen Intelligenzwert und der skaliert mit Intelligenz. Glaube ich zumindest. Dennoch. So, du bist durchgehend im defensiven Modus. Ja. Ich wollte gerade das Fernglas benutzen, um mein Schild hochzureißen. Das ist das Problem, wenn man privaten Krieger spielt. Au. Na komm, versuch zu... Du triffst ganz schön gut. Ich wollte eigentlich, dass du daneben haust. Genau, jetzt gib ihm. Oh. Nicht sterben jetzt. Das wäre nicht so schön. Schön rumtänzeln. Und hau. Oh. Ja, der andere kommt jetzt. Das war klar. Oh. Na komm, hau da jetzt einen Pfeil rein. Der wird auch so sterben. Selbst mit Schild. Genau. Jetzt habe ich mehr Platz. Na, ich will mal ein paar Lebenssteine, aber ist egal. Ich will die ganzen Flaschen überhaben für den Bosskampf. Ding. Ja, sehr gut. Oh, was hätte wehtun können. Okay, Bossraum ist da. Wir haben Zauberbarriere. Was zuerst? Die Zauberbarriere werden wir am Anfang, glaube ich, gar nicht brauchen. Das heißt, ich könnte sie auch eventuell erst später im Kampf sprechen. Das heißt, ich könnte jetzt am Anfang die hier machen. Die schweben über meinem Kopf. Dann mache ich die Seelenspeere. Wenn ich sehe, dass er anfängt mit den Schattenbolzen, dann versuche ich Distanz aufzubauen und spreche den Spruch hier. Und die linke Hand brauche ich eigentlich gar nicht. Nee, okay. Deswegen nehme ich sie am besten auch raus, beide. Damit ich nicht aus Versehen den linken Knopf drücke und dann... Genau, ich glaube, ein Faustschlag ist schneller, als wenn er einmal die Hand hochhebt, so tut, als wenn er nicht zaubern könnte und dann die Hand wieder runternimmt. Das ist nicht gut. Kann ich dich zweihändig nehmen? Ich kann den Stab zweihändig nehmen. Macht er zweihändig auch mehr Schaden mit Zaubersprüchen?
Daran habe ich bisher noch gar nicht gedacht. Das müssen wir unbedingt mal testen, aber nicht jetzt. Jetzt werden wir in der nächsten Folge da reingehen, mit dem Spruch zuerst und dann den Boss einfach legen. Was haltet ihr davon? Also bis gleich.